Das ist eine Idee, aber aus dem Haus gehen eh. Ja, du bist ja nur kurz beim Nachbarn. Alter, ich sehe nix richtig. Stimmt doch besser. Mach das, Brownie. Ich wünsche auch noch viel Spaß und sitze ich. Hab dich lieb. Hab dich auch lieb hier. Danke, dass du da warst. Alter, du blöder. Oh. Okay, jetzt bist du fällig. Jetzt schlitze ich dir deine Eier auf. Ich auch Piep, Lisa. Ich hab dich auch Piepkeks. Kann man Leder eigentlich mit Wasser waschen? Müsste man meinen Schocker einfach waschen? Kunstleder oder Echtleder? Also Kunstleder müsste eigentlich gehen, aber müsstest du aufpassen, dass du nicht ertränkst, oder? Ich habe keine Ahnung. So, du Blöder. Ich glaube, Echtleder? Don't know? Gute Frage. Nachbarin ist nicht da. Ernsthaft jetzt? Oh Gott. Alter, was hast du für ein Pech gerade? Mann. Ja, ja, der hat's verdient. Hast du nicht noch mehr Nachbarn? Oh Mann. Ich habe beim Einzug meinen Ledermantel in der Waschmaschine kaputt gekriegt gehabt. Oh. Ja, google mal besser. Ich habe leider keine Ahnung davon. Ich habe nicht. Da. Dass mein Nachbar einen Traktor vors Haus stellt und den anlässt. Wow. Okay. Bye, Pierre. Dann Leitungswasserkeks. Ja, Leitungswasser geht ja nicht. Die Hauptrohre sind kaputt. Wegen dem, was da passiert ist mit dem Sprengung des Automaten. Wegen irgendwelchen Idioten, die da die Automaten klauen wollten. Also das Geld. Da wurde das anscheinend kaputt gemacht. Das hat er oben geschrieben. Das wäre ja das Einfachste gewesen jetzt. Erstmal Fenster zugemacht, damit ich den Stream hören kann. Hallo Flo, hörst du mich? Hallo, ich sehe euch nicht. Das ist so laut. Meint ihr, geklautes Poolwasser kann man trinken? Ich weiß nicht, ob das so gut für deinen Magen ist. Ich kann nicht, dass du Durchfall oder so auch noch bekommst, dann hast du noch mehr Wasserverlust. Würde ich persönlich würde es nicht machen. Perfekt. Aber hier muss irgendwas drin sein, oder? Ah, doch. Warte mal. Kann ich hier nichts sammeln? Ich hab den jetzt einfach nur gekillt. Buh, wo ist Loot? Hallo, Tor. Ich bin ein Vollidiot, ich geh mal ins Auto. Ach, Keks, ey. Ich drück dir die Daumen, dass da was ist.
an Flaschen. Vegan Leather, also ist kein echtes Leder, denke ich mal. Nee, vegan wird kein echtes Leder sein, nein. Hat eine halbe Flasche Limo gefunden, ja, immerhin. Hallo David. Was ist denn eigentlich mit diesen Fertigkeitssachen hier? Also ich krieg die Sache anscheinend automatisch. Nicht mit Freischalten oder so, sondern ich krieg das einfach komplett. Schade, ich habe gedacht, ich kann die mir selber verdienen. Einfach alle abgeschlachtet hier. Der Angriff ermöglicht es dir, mit zwei zusätzlichen Angriffen fortzufahren. Die Zusatzangriffe verbrauchen keine Ausdauer. Okay. Ah, okay, cool. Gönn dir, Brownie, gönn dir. Ich finde das ganz entspannt, Abend gerade. Wir unterhalten uns hier schüttelig im Chat und Liz. Metzel zu nehmen bei ein paar Penner im fatalen Japan nieder. Fühlt sich wie ein Filmabend mit alten japanischen Samurai-Filmen. Das freut mich sehr, dass du dich dabei wohlfühlst. Dann erreiche ich ja das, was ich möchte. Ich habe ja auch Spaß. Auch wenn ich heute nicht lesen kann. Weil ich so müde bin. Die liebestrunkene Botschaft eines Gerbereiarbeiters, der um ein Bauermädchen wirbt. Ein unreiner Burakumin, belastet durch seinen Umgang mit dem Tod, will um die Hand einer Tochter landbesitzender Heimen anhalten. Was für eine traurige Torheit. Vielleicht ist es das Beste, dass sie nur in Yomi sind. Das Mädchen war sonst zweifellos gezwungen worden, einen Mann vom höheren Stand zu heiraten. Yay, Ausdauer. Ich habe Notfallrad wohl im Kofferraum gefunden. Ja, immerhin. Hauptsache Flüssigkeiten. Ja. Lesen wird überbewertet. Ja, heute ist sowieso egal. Ich fühle mich immer wohl dabei, wenn ich zusehe, wie böse Menschen brutal den Tod finden. Ja, das tut mir persönlich auch sehr gut, wenn ich das auch von meiner Hand aus führen kann, den Tod dieser Mistschweine. Wow, Liz. Ja, hi. Da was? Hi. Oh Gott. Lese nur was von einem feuchten Buch zum Abwischen, aber nichts von Waschen. Schwierig.
dass es dann kaputt geht, ne, wenn es so Kunstleder ist. Weil das blättert ja dann auch alles ab. So wie die Kunstlederscheiße hier auf den Stühlen. Sympathisches. Ja, mir tut das wirklich sehr gut, wenn ich bösartige Menschen dann auch Leid zufügen kann. So wie sie es verdient haben. So was mit dem Katana. Kunstlederscheiße, ja. Ich würde gerne halten, ja, deswegen weiß ich nicht. Ach, tot, ich hatte nicht mehr so viel Leben. Hybridleder ist der Shit, ja. Mein nächster Stuhl soll auf jeden Fall kein Kunstleder mehr haben, sondern einfach aus Stoff, also diese richtigen. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Kann ich mal reden. So. Mein Stuhl ist aus Stoff. Ja, sowas ist besser. Hält besser. Ich brauche unbedingt einen neuen Stuhl. So, damit wir nochmal mit ihm geredet haben. Wir sind ja gestorben. Einfach normaler Stoff, Smoke Stuff. Ah! Doppelschneidiges Katana, gibt's das? Dann wär's kein traditionelles Katana mehr. Boah, das mit dem Blitz war geil. Die Effekte sind super. Ich hab zu trinken, ja. Meine Nachbarin ist gerade nach Hause gekommen, die hat mir erstmal einen Sechsabtrag. Muss ja morgen eins mitbringen. Ja, aber immerhin hast du jetzt was zu trinken. Siehst du, das ist halt gute Nachbarschaft. Ja, gut, hat sie nicht mehr umgedreht. Du Affe. Okay, da muss ich ein bisschen besser aufpassen.
Aber wieder nicht so viel Leben. So kommt es dann. Wenn du von hinten angegriffen wirst, drehst du dich automatisch in die Richtung, aus der der Angriff kommt. Das ist cool. Das habe ich noch gar nicht geschafft, leider. Ah, du kriegst einen richtigen Finisher. Fuck, das muss ich mal hinkriegen, die zu betäuben. Die betäuben. Bestimmt muss ich perfekt irgendwie parieren. Hat er weggepercht? Wie findet ihr das Spiel bis jetzt? Geht's genau? Wir sind Samurai und wir versuchen, die ganzen Menschen hier zu beschützen, also in dem Land hier, wo sie leben, die Dörfer und alles. Und die werden die ganze Zeit, die ganzen Jahre schon von Banditen angegriffen. Und er hat seinem Sensei versprochen, dass er alle beschützen wird, so gut es geht. Klappt jetzt gerade semi-gut, weil alle wieder alles brennt und tot sind. Ich würde die mal betäuben, aber ich habe keine Ahnung. Ja gut, es waren jetzt zu viele dumme Fehler. Ich habe nur zwei so eine Punkte noch, Lebenspunkte. Nur noch einen. Död. Ich finde es gut, bin tatsächlich am Überlegen, mir das auch zu holen. Und wie gesagt, ich denke, ein Spiel in dem Stil, im Wikinger-Setting würde auch gut funktionieren. Ja, oh, das wäre geil. Mit nordischer Musik dann. Oh. Ja, da wäre ich auch dabei. Mir fehlt ein bisschen die Farbe. Ach, Quatsch.
Morgen Vormittag muss ich nochmal nach meiner Bremse schauen. Ich schleife vor nach rechts, könnt ihr euch das vorstellen? Alter, Junge, Bremse wichtig, aufpassen. Chloe. So, endlich wieder trocken. Was? Hast du hier eingenässt oder warum weggeputscht? Frage nur, weil ich das jetzt nicht so mitbekomme. Ich habe meine Felgen immer noch nicht. Wow. Hast du doch letzte Woche gemacht? Bestellt. Da schaut man mal ein bisschen die Einstellung seines Bildschirms an. Sieht man über einen. Ja, steht fest, dass es eine Einstellung gibt, mit der ich von dem Bildschirm aus ein Fahnenkreuz mitten auf dem Bildschirm klatschen kann. Wow, was soll dir das bringen? Der Brems verliert, Lisa. Bremse ist wichtig, das spricht aus Erfahrung. Ja, immer Vollgas rein ist nicht gut. Gott. Was? Nee, war einmal. Da warst du lange baden. Schön entspannt. Vollgas? Vollgas? Vollgas! Alter, willst du mich verarschen, du blöder Kleiner? Oh, da kommt direkt der, ne? Ich habe schon wieder nur zwei. Und verkackt, Alter. Okay, die Stelle ist mies. Ich finde, das Game hat zu wenig. Hey, ha, hü, ha. Ich weiß die Anspielung gut, ich hab's verstanden. Ist auf dem Pott. Gottes Willen, sollte jetzt nicht heißen, dass das Game wieder zu trocken ist, aber. Aber warum nicht weggepurcht? Wir sind zwar fertig, aber wir können noch Platin machen. Man, Casey, du! Mann, jetzt hab ich dein geguckt! Dankeschön. Ja, da ist ein Spalt. Erstmal rein.
Ich wollte es gerade sagen, das ist nicht zweimal und dann ploppt ein Achievement auf. Ja, timing kann ich. Rein in den Slitz. Ja, der Slitz ist auch ziemlich feucht hier. Klippen. Wenn die Zeugen Jehovas wieder da sind, spiele ich sie ab. Das ist doch verschrecken, dass sie nie wieder klingeln. Sehr gute Idee, weggepurcht. Schon wieder so einer. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr, ne? Ja gut, ich habe gerade mega verkackt. Hallo Leute, ja, hi. Ha? Das erschien mir kann Lisa aus der Nase. Der Trick ist, in einem Haus mit vielen Stufen zu wohnen. Meine Güte. Das ist tatsächlich bei einem Kumpel passiert vor ein paar Jahren. Wir haben ein Horrorspiel gezockt, dann hat es plötzlich geklingelt und mein Kumpel hat mega laut geschrien, als er sich erschrocken hat. Wir haben sie nur kurz wegrennen sehen. Okay. Das finde ich super. Das ist schön. Ich kann mir das gerade bildlich vorstellen. Wunderschön. Samurai-Filet. Ja. Njam, njam, njam. Sudoi-Baja. Morimitsu-Donoya. Also beim nächsten Horror-Game dann bei Lisa an die Zimmertür klopfen? Nein. Bitte nicht. Oh, Speerkämpfer, nein. Also das ist so ein Pike oder wie die Dinger heißen? Ach, keine Ahnung. No, ich hasse so einen Gegner. が大将か。もしくはただの手下に過ぎぬか。我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家、親しき者ども、皆殺しで。なぜあがく、お前はもう何人も救うことはできぬ。 Ich hatte so einen Gegner noch nie, deswegen schön, dass ich den jetzt erst kriege.
Das ist offiziell, der Typ ist ein Psychopath. Ja. Können wir bitte niemanden durchlöchern? Maschallah. Ich habe morgen wieder frei, heute arbeiten, morgen frei, Mittwoch arbeiten und dann mal sehen. Läuft? Ein Anstechen in den Nacken atmen. Stimmt. Da wird mir aber ganz anders hin. Scheiße, jetzt nicht aufgepasst. Ich hab den Tod jetzt verdient. Ach, da kommen noch mehr. Wie kacke. Keks, danke für die 2 vergifteten Subs. Dankeschön. Alter. Boah, du Bastard. Alter. Darf ja gar nicht angreifen hier. Okay, das wird schwieriger. Bin mal kurz weg, so für 5 Minuten. Kommst du mich jetzt anhauchen? Bis gleich. Okay. Alles gut, Keks. Kawaii! Wow, das einzige Bunte in dem Spiel. Kawaii! Okay. Mal kurz was trinken. Ah, du blöde Kackgeburt! Ja, meinte ich nur, ja. Bin heute zu müde, um richtig zu reden. Doch.
Ja, Chloe, habe ich. Ich weiß nicht, warum mir so warm auf einmal ist. Das brennt. Ach, nein. Aber mir ist wirklich voll warm. Oh, fuck. Und wir sind jetzt hier am Arsch der Unterwelt, ne? Können nichts jetzt einfach so unternehmen. Oh, ist das eine Kacke. Alle wahrscheinlich dann tot. Ah, so, Keks, verstehe. アイコ殿は強く村人も敬っております。天涯孤独となってしまいましたが、皆のために精神誠意努める覚悟でございます。お一人ではありません。先生にお誓いしたように、私があなた様をお守りすると。いや、ですが、当時。お誓い申し上げます。あ、で、エンガイルド。守っていただくよりも。 Oder auch nicht mehr. Scheiße. Ich würde so gerne gegen diese Glocke schlagen, die da eben war. Ja, Glocken schlagen ist immer schön. Oh, wir kommen, glaube ich, zu spät, ne? Hier habe ich einiges nicht gelesen anscheinend. Unsere Nachbarn in Kami Kawamura stehen unter Belagerung. Aiko ist sich sicher, dass wir die Nächsten sein werden. Deshalb bin ich mit Morimitsu und 5 anderen Samurai-Gefährten ausgezogen, um den Überlebenden zu helfen und den verantwortlichen Kriegsherrn den Chaos zu machen, ehe er uns angreifen kann. Doch man hat uns aus dem Hinterhalt überfallen. Meine Männer sind in Gefangenschaft geraten und ich kämpfe allein. Aber das ist einerlei. Ich werde sie finden und ich werde sie befreien. Keine Spur von Morimitsu und die anderen. Zweifellos haben die hinterhältigen Hunde, die uns überfallen haben, sie ins nahegelegene Kamikawamura verschleppt. Aber sie haben die Brücke hinter sich zerstört. Ich muss es durch die Höhen im Berg versuchen. Viel langsamer und sicher gefährlich, aber es bleibt kein anderer Weg. Morimitsu und meine Männer sind tatsächlich in Kamikawamura, aber das Otterngezücht, das sie entführt hat, ist so skrupellos, dass ich keine Sekunde verschwenden darf, wenn ich sie lebend finden will. Ja, sie wurden ja sowieso gekillt, ne? Viele Banditen haben meine Klinge schon zu spüren bekommen. Aber ich werde so viele weitere nach Yomi schicken. Ja, ich muss. Und dann werde ich die Bedrohung ausschalten, die ihr Anführer darstellt, wer auch immer er sein mag. Der Tod ist nach Kamikawamura gekommen. Er wird auch mein Volk erreichen, wenn ich ihn jetzt nicht aufhalte. Diese Attacke war schnell und brutal. Was immer diese Männer auch sein mögen, gewöhnliche Banditen sind sie nicht. Ich bin in meinem Kopf, ne? Ich muss mich zu ihrem Anführer vorkämpfen und so viele Seelen retten und sie selber essen, wie ich nur kann. Hoffentlich auch Morimitsu und die anderen. Ich habe schon viele dunkle Tage erlebt an keinen, der so finster gewesen wäre. Kamikawamura war eine Falle, ein blutgetränkter Köder. Mein Zuhause, meine Aiko, schutzlos zurückgelassen, nur um eine Trophäe hinterher zu jagen. Und zu Morimitsu, meine Freunde, sie sind gestorben, weil sie mir gefolgt sind. Jetzt lodern die Flammen und Mörder ziehen durch die Straßen. Aber Aiko weiß ebenso gut wie ich, was zu tun ist. Sie ist in Sicherheit, daran muss ich fest glauben. Hoffen wir mal.